Servus Leute und willkommen zurück zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar werden wir heute einen Listener erstellen, sag ich mal, eher gesagt nicht einen, sondern direkt mal drei Listener. Und würde ich sagen, fangen wir eigentlich direkt mal an. So, und zwar als erstes werden wir neue Klassen erstellen müssen und das machen wir in einem neuen Package. Da schreiben wir mal Listener nennen. Und wir werden mit dem Join Listener weiterarbeiten, mit dem Dev Listener. Und mit dem Quit Listener. Und zwar, um einen Listener zu implementieren, schreibt hier Implements Listener hier in die jeweilige Klasse. Könnt es dann auch in der Main Klasse schon registrieren. Und deswegen habe ich auch hier diese Unterschiede Register Listener und Register Command. Und dann werden wir einfach, um es leichter zu machen später, Plugin Manager PM ist gleich bucket.get Plugin Manager. So, das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist hier drunter schreiben pm.registerEvents new und dann die Klasse aufrufen. New Join. Seht ihr hier net.onlycav.listener.join? Das wäre dann dieser Pfad hier für das Join. Und einfach Enter this, dass es dann hier implementiert wird. Und jetzt kommt hier erstmal ein Fehler, da dort noch nichts reingeschrieben wurde. Not applicable for the arguments join YouTube. So, warte, nee, wir müssen das abspeichern. Jetzt der Listener nämlich erst drin. Was ist der, was mit dem Listener auf sich hat? Und zwar immer, wenn ihr mit dem Event-Händler arbeitet, müsst ihr einen Listener implementieren. Sag ich mal, was ist der Event-Händler? Ein Event in Minecraft ist eigentlich alles, was ausgeführt wird. Wenn du schlägst, wenn du jemanden schlägst, wenn du etwas schlägst, wenn du läufst, wenn du gehst, wenn du sneakst, wenn du springst, das sind alles Events, die ausgeführt werden. Oder wenn du in dein Inventar klickst. Wie gesagt, das sind alles Events. Und die wirst du dann über den Listener, kannst du die ganzen Events steuern. So, wir werden jetzt den ersten Eventhändler hier machen. Und Public Void. Und jetzt, wie ihr das hier nennt, ist euch relativ, kann relativ egal sein. Ich kann es auch einfach Baumi nennen. Aber hier hinten dran müsst ihr euch halt mit den Events dann auskennen. So, wenn ich jetzt Player eingebe, seht ihr schon die ganzen Player-Events. Der Player Command Pre-Process, Interact Entity Event, Interact Event, Join Event, Quit Event, Dev Event, mit denen werden wir heute arbeiten. Das Toggle Sneak Event, Abilities, Achievement Awarded Event und so weiter und so fort. So könnt ihr alles abfragen. Und ja, müsst ihr halt ausprobieren und euch selber dort mal so ein bisschen rantasten, was es da alles gibt. Zum Beispiel mit Inventory, wenn ihr da Inventory eingibt und dann STG und Space, könnt ihr da auch relativ viel finden. So, aber ich nenne das jetzt nicht Baum, ich nenne das bei mir meistens OnJoin. Und da werden wir den Player P ist gleich e.getPlayer. Das bedeutet so viel wie der Spieler P für einen Spieler, die Abkürzung P ist gleich Event, also der joinende Spieler, da wird der gejoint ist, wird dann hier gegettet. So, also e.getPlayer, der Spieler, der gejoint ist. Und ja, dann hier nochmal das Event. Müsst ihr halt hier oben mit dieser jeweiligen Abkürzung. Ich könnte da auch einfach Event hinschreiben und das damit Event abfragen. Aber ich nenne das E, weil es einfach kürzer ist. Und dann machen wir e.setJoinMessage. So, ja, wenn ihr joint, wird die JoinMessage einfach geändert. Und ja. Theoretisch können wir die Join Message komplett rausmachen, indem wir hier einfach null reinschreiben. Dann wird da gar keine Join Message mehr. Oder wir schreiben dann hier direkt eine Message, sag ich mal in Klammern. Und um mit Color Code hier umzugehen, müsst ihr dann Paragraph schreiben. Und Paragraph 8 wäre dunkelgrau. Und dann Paragraph A für hellgrün. Plus. Und nochmal Paragraph 8. So gesagt, das Plus, dann hellgrün und die Klammern außenrum dunkelgrau. So, dann kommt ein Message. Der Spieler. So. Und den werden wir dann in einer anderen Farbe. Paragraph A plus e.getPlayer.getName. Also jetzt haben wir das ja abgekürzt mit Player P. Dann können wir einfach schreiben P.getName. Wir getten hier seinen Namen, der wird dann dahingeschrieben. Wenn ihr da einfach P hinschreibt, wird da eine Fehlermeldung kommen. Da hier in der Join-Message so gesagt nur ein String ist. Ein String ist einfach nur eine Text-Message. Und ja, mehr könnt ihr damit hier auch nicht eintragen lassen. Sag ich mal, deswegen müsst ihr hier, dass auch wirklich ein Name steht, hier den Name nochmal da hinten dran getten.
So, Paragraph 7 hat den Server betreten. So, perfekt. Und das würde dann theoretisch so wie Join Message jetzt auch schon funktionieren. Wir können hier auch zum Beispiel ihm noch einen Title senden lassen. p.sendTitle. Das ist dann das, was oben steht. Schreibe ich mal einfach Test Server. Und das, was unten dran steht, werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Willkommen plus p.getName. Nochmal genau das gleiche hier, damit wir den Namen getten. So. Und unten drunter können wir noch einen Sound abspielen lassen mit p.playSound. Müssen wir hier eine Location angeben, p.getLocation. Und den Sound nochmal, der jeweilige, der dann abgespielt wird, sound.anvilland, sag ich mal, oder 1, 1, so gesagt, dass nur direkt in seiner Umgebung abgespielt wird. Wenn ihr die Zahlen höher dreht, wird es auch in einer höheren Umgebung dann abgespielt. So, jetzt so gesagt, wenn ihr joint, wird die Message geändert. Euch, also nur euch, der joint, wird den der Title gesendet, Testserver. Könnt ihr dann hinschreiben, was ihr wollt. Und dann unten drunter willkommen, p.getName und ein Sound wird euch geschickt. So. Dann als nächstes werden wir mal hier noch eine neue Class erstellen. Und zwar die Quit. Und dann auch nochmal direkt Dev. Sag ich mal, das ist immer der gleiche Ablauf hier. Implement Listener und Add Event Händler. Wie gesagt, das ist extrem wichtig, dass der auch oben drüber steht, weil sonst wird das einfach nicht ausgeführt. Void on Dev. Player Dev Event. E.set Dev Message. Null. Also dass dann einfach gar kein Dev Message kommt. Und bei Quit werden wir dann auch die gleiche Message senden lassen wie hier, bloß halt, dass das dann in Rot steht und ein Minus da ist. Werdet ihr gleich schon sehen, was ich meine. Implement Listener Add Event Händler. Müsst ihr euch halt wie gesagt einfach nur einprägen, wie ihr mit allem vorangeht. Und ja, so an sich wird sich das dann euch nach einer Zeit selber in den Kopf einprägen, wenn ihr hier mit Player Quit Event E und hinten dran halt diese kursiven Klammern. Und dann Player P ist gleich E.getPlayer. In diesem Fall steht das E für das Player Quit Event und das ist im Prinzip die gleiche Abfrage wie beim Join Event, bloß dass hier dann den Spieler castet, der gerade geliefert ist. Und dann machen wir E.set Quit Message. Holen wir die mal von hier, kopieren die und fügen die einfach mal hier ein und schreiben hier, damit es in hellrot minus und der Name in hellrot. Und da müssen wir einfach nur noch hier die Events registrieren. pm.registerEvents new dev this und pm.registerEvents new quit this. So, jetzt sind die ganzen Events hier registriert und mal nachschauen, irgendwas falsch. Nein, so müsste es eigentlich funktionieren und wir könnten eigentlich auch dann direkt alles in game austesten. So, hier machen wir mal diese kleine Fehlermeldung weg. Die könnte eigentlich auch da bleiben, solange hier die Fehlermeldung gelb ist und nicht rot. Könnt ihr die Fehler normal drin lassen, weil das sind meistens nur Suppress Warnings, die ihr hinzufügen müsst. Da müsst ihr normal nicht drauf achten. Aber ich mag es halt, wenn das komplett ohne, dass da irgendwelche Fehler stehen. Mag ich das am meisten einfach. So. Dann werden wir hier, um das Plugin jetzt in unseren Test-Server hier reinzuziehen, hier in unser 1.8-Server, müssen wir hier auf das YT-Projekt Rechtsklick machen, Export, Jar-File, also Java und Jar-File auswählen, hier oben Classpath und Project, die Kreuze wegmachen, sicher gehen, dass das YT-Projekt ausgewählt ist und dann browsen, also wir hier in den 1.8-Server rein und werden es dann einfach mal YouTube nennen. So, in den Plugins-Ordner und da wird es dann jetzt
reingezogen. Perfekt. Ich habe gerade gesehen, da ist anscheinend noch irgendwas drin. Event. Das brauchen wir da drin aber nicht. Ah, der Server ist gerade an. Schreiben wir einfach mal Stopp. Stoppen kurz den Server. Damit ich das hier schnell rauslöschen kann, weil das nichts damit zu tun hat. Und starte ich den nochmal schnell. Ja, genau, perfekt. Das ist der Server jetzt wieder online. Und wir können direkt drauf gehen. Testserver, willkommen an die Kämpfe. Ah, ich habe gerade keine Sounds an. So. Machen wir meine Geräusche etwas höher. Ah, ich weiß nicht, was soll ich tun, keine Ahnung. Machen wir einfach mal so. Und ich stelle nochmal drauf. So, wenn der Anvil lernt, Testserver, willkommen an die Kämpfe. Und die Join Message, der Spieler und die Kämpfer hat den Server betreten. So. Aber dass ihr das mit der Quit Message seht, hier. Minus, der Spieler und die Kämpfer hat den Server betreten. Ich kann es gerade nicht zeigen, da ich keinen zweiten Account habe, mit dem ich das machen könnte. Aber wie ihr seht, das Join Event und das Quit Event haben beide funktioniert. Und ich lasse mich mal einfach jetzt aus einer etwas höheren Höhe fallen. Und dann seht ihr auch direkt, dass die Death Message einfach nicht kommt. Slash Game Mode 0. Na. OP on the Cap. Und Game Mode 0. Wie ihr seht, es kam kein Death Message. Wenn ihr wollt, könnt ihr das genau bei der Join und wie bei der Join bei der Quit Message machen, dass sie da einfach noch etwas reinschreibt. Aber an sich braucht man das eigentlich nicht, beziehungsweise ich benutze halt die Death Message relativ ungern. Deswegen schreibe ich da auch normal immer nahe rein, damit da auch nichts kommt. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr morgen auf meinem Kanal nochmal vorbeischaut, denn morgen werde ich euch zeigen, wie man einen Command Executor erstellt. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao.